Willkommen zurück zum 71. Part von Cycle Kampagne Ankaria. Von diesem Geist hier habe ich leider nichts erhalten. Überhaupt nichts, außer diesen Erfahrungspunkten. Okay, jetzt gehen wir... Moment, ich muss mal kurz hier rausgehen, dann sehe ich es besser, wo wir sind. Also, wir sind hier, genau. Und ja, steht die Standarte. Der Geist vorhin hat ja gesagt, oder respektive, das war unser letzter Auftrag, den wir erfüllt haben. Also auch dieses Gebiet ist befriedet. Dann werde ich jetzt hier entlang dieses Weges gehen und hier über die Brücke. Und irgendwo ist glaube ich, im rechten Ufer entlang. Ich glaube, hier ist das der Drache in dem Fall hier irgendwo, nehme ich an, ja. Es ist ein relativ weiter Weg hier rauf, mit vielen Dunkelelfen und so kleinen Drachen, kleinen winzigen, die nicht gefährlich sind. Aber am Ende war dann ein großer auf uns. Den werde ich nur kurz besichtigen gehen und ihn dann später wirklich besuchen, wenn ich dann wirklich eine bessere Rüstung habe. Denn mit der momentan bin ich noch nicht zufrieden. Ich will wirklich das ganze Set zusammen haben, bevor ich einem Drachen in die Arme laufe. Habe ich noch was zu verkaufen? Nein, im Moment nicht. Die anständigen Bauern lassen sich leicht von Gauklern hinter das Licht führen. Ach ja, komm, Boy, sprechen wir mal kurz eine an. Die sollten jetzt zufrieden sein. Der Mordor ist Schergenrassel mit den Säbeln und die Krone klemmt den Schwanz wie ein geprügelter Köter ein. Wo sind die Seraphim, wenn man sie braucht? Die Zeit dieser sogenannten Engel ist längst vorbei. Ich bin doch auch noch hier. Und ihr zwei? Verlustiert ihr euch hier? Haben nichts mehr zu sagen. Meine Mama erzählt immer von dir. Guten Tag, du bist doch berühmt, nicht wahr? Bekomme ich ein Autograph? Okay, du bekommst ein Autograph. Die Botschaft meines Liebsten hält mich am Leben. Hoffentlich überlebt er die Schrecken in dieser grauenvollen Wüste. Ja. So, jetzt geht's Richtung Drachen und unterwegs noch ein paar Banditen hier.
McGill. Thank you.
Und wir sind bereits hier. Hier hinten irgendwo steht der Drache. Also ich werde ihn nicht erst irgendwie noch anlocken, aber ich werde mal versuchen, ob ich die hier erledigen kann. Und schon ist es aus mit euch. Mal kurz schauen, ob ich einen Blick auf den Drache... Ah, hier steht er. Was haben wir hier? 30, Level 30. Ja, wie gesagt, den hole ich mir später. Aber einen kurzen Blick ist schon schön, ne? Ah, er hat mich gesehen. Kommt. Na komm. So, das war's hier mit dem Drachen. Vorläufig. Den besuche ich schon noch, keine Angst. Aber ich will zuerst eine bessere Rüstung haben. Denn mit dem, was ich hier habe, bin ich, wie erwähnt, nicht so glücklich. So, und jetzt noch möglichst viel von der Karte aufdecken. Es ist ja Tag, das geht ja jetzt. Das konnte ich in der Nacht ja gar nicht. Okay, bis hierhin. Und dann, Moment, hier, wo bin ich jetzt? Hier hinten. Dann sieht man auch, wie viel mehr, das ich nachher von der Karte aufgedeckt habe. Hier ist nur wirklich nur ein ganz schmaler Streifen. Da sieht man nicht so genau, was ich wirklich alles aufgedeckt habe, ob da nicht irgendwas in den Wald reingehen würde oder so. Okay, ich schalte es mich raus. Bis nachher wieder.
Waffen auf. Darüber komme ich nicht. Ich könnte vielleicht Teleportationssprung wagen, aber ich weiß dann nicht, ob ich dann wieder aus dem Wald rauskomme, und eventuell komme ich da sowieso von der anderen Seite her. Bin da aber nicht mehr so ganz sicher, aber das lasse ich hier. Gilt ja nicht als offizieller Weg, also den man beschreiten muss hier. So, bald haben wir es. Gegen Feuer sind die Kreaturen in dieser Region nahezu immun. Ich bin überladen. Mir geht wirklich nicht. Diese Stadt sieht vielversprechend aus. Hier gibt es bestimmt interessante Aufgaben zu vollbringen. So, das ist ein Ausflug zum Drachen gewesen. Wir kommen hier später nochmal zurück, wie erwähnt, und dann werde ich dem Drachen erzählen, viel besser, wo ich gewesen bin und dass hier nicht mehr weit in den Wald reingeht.
Das ist Spleen von mir bei jedem Spiel. Wenn ich Karte aufdecke oder so, dann gehe ich überall bis in den letzten hintersten Winkel, will ich anschauen und erforschen. Wäre nicht nötig, aber das gehört einfach bei mir dazu. So. Weg. Eben so ein Ring zum Beispiel, den könnte ich nie, oder sollte ich nie gebrauchen. Da der erwartete Schaden 15 bis 24, wenn ich das hier reinwebe, heißt dann plötzlich, wenn ich den wieder anziehen will, das Voraussetzung ist Minimum Konzentration 5. Also Vorsicht mit so roten Schriften. Gladiator 27 Magie 51. Das schaue ich mir dann genauer an. Magie da unten. Gleich den raus. Nein, das ist Feuer. So. Und hier und der kommt hin. Oh, ich habe da noch was. Sieht man so schlecht. Und jetzt kommen die Voraufträge hier drüben. Also ich bin hier vor der Brücke und hier ist alles erledigt. Hier ist ein Auftrag. Da oben ist der Auftraggeber. Also ich Ja, ich gehe kurz hier nach oben. Genau. Oh, schalt das Mikro wieder aus. Bis später. Diese Region ist befriedet. Janosch, der Geschäftige, würde ihr mir die Ehre erweisen und ein gestohlenes Gemälde aus dem Haus des Kunstdiebes Bass zurückzuerlangen? Seht, ich wurde beraubt. Als Sammler der schönen Künste wurde mir das Bildnis des großartigen Elfenkünstlers Shamir Shahid gestohlen.
Der Dieb ist mir zudem wohlbekannt. Es ist ein alter Geschäftspartner von mir, der Händler Bass. Bisher verliefen unsere Kunstinteressen in zivilisierten Bahnen. Doch nun hat er brutale und gemeine Söldner angeheuert, die sein Stadthaus bewachen. Sehr gerne komme ich eurer Bitte nach. Ja, die Söldner haben wir ja hier gesehen. Die blauen Punkte hier. Okay, da oben ist auch noch ein Punkt. Ah ja, das ist gut. Das kommt dann als nächstes. Okay, aber jetzt zuerst zu diesem Pass. Schon zu weit. Nein, hier ist er. Genau, hier ist er. Spreche ich mal mit einem an? Nee, kann mit keinem sprechen. Aber sobald ich die Türe öffnen möchte, werden die sich auf mich stürzen hier. Gut, ich bin bereit. Machen noch was anderes. Habe jetzt Zeit. Hier. Kommt mir nicht zu nahe. Gegen Feuer sind die Kreaturen in dieser Region nahezu immun. Ja, das war's. Und jetzt zu Bass. Ihr Götter, nein, lasst mich leben. Ich wusste doch nicht, dass er so daran hängt. Hier, nehmt das Gemälde, aber lasst mich leben. Ja. Lass ich dich leben, auf jeden Fall hier. Ja, ich denke, ich kann jetzt bald wieder das Spiel speichern und das alte Lied immer wieder neu laden. Ich denke nicht, dass er mir was gibt, was ich gebrauchen kann hier. Janosch. Da wird schon nicht schief gehen. F9 hier. Also, Janosch. Janosch, der Geschäftige. Hossa, ihr wart schneller als ich dachte. Unglaublich. Ihr habt das Gemälde einfach so zurückerhalten. Ihr seid ehrbar. Hier, nehmt dies als kleines Dankeschön und ich werde mit den maskarellischen Händen reden, dass sie euch Prozente einräumen sollen. Ja, wie gesagt, hier habe ich nichts erhalten. Also, vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Bis dann.